Herzlich willkommen zurück zu Dick Heroes. Heute schauen wir uns das neue Event Uralte Abgründe an. Vorher möchte ich euch noch was zeigen. Geht ihr nun auf Siegel entfernen und scrollt nach rechts, kann man eine neue Kreatur farmen. Dafür braucht ihr diese 5 hier. Hathor, Seeker, Osiris, Anubis und Hera. Falls ihr die benötigten Kreaturen habt, könnt ihr euch Ra holen. Und nun schauen wir uns das neue Event an. Zuallererst gibt es drei Schwierigkeitsgrade. Abgrund 1, 2 und 3. Wählt ihr Abgrund 1, habt ihr 5 freie Versuche. Geht ihr auf die Lupe, könnt ihr schauen, welche Belohnungen es gibt. Für jeden Abgrund gibt es andere Belohnungen. Hier zum Beispiel 5 Sternensplitter. Oder hier 5 Sterne Kreaturen Omnisplitter. Oder Level 2 Ausrüstungsmaterial. Ihr geht nun auf Betreten. So, links seht ihr die ganzen Kisten. Oben den Fortschritt. Die Totenkopf sind die Anzahl der Fallen und die Punkte sind diese Federn. Ihr wählt nun eine Kiste aus. Danach bekommt ihr die Belohnung und es geht weiter mit dem nächsten Fortschritt. Höchstens 5 von 5. Wir sehen oben, es ist wieder eine Falle im Spiel. Und ihr könnt eine Falle entdecken. Oder halt darauf bieten, dass diese Falle für euch entfernt wird. Wir machen auch in dieser Runde nichts und schauen, ob wir Glück haben. Jawohl. Alle 4 Spieler sind ebenfalls noch im Rennen. So, jetzt haben wir 3 Fallen. Ihr sitzt also die Zeit ab und wartet. Ich verwende jetzt halt 1 und wir sehen, ganz oben rechts, wo ich vorher gezippt habe, ist jetzt eine Falle. Das heißt, tipp mal hier drauf. Und Falle ausgelöst. Damit habt ihr jetzt einen Versuch weniger. Hier oben bei Abgrundhysterie könnt ihr schauen. Beendete Ebene 2 von 5. Danach kam die Falle. Ich habe hier noch einen Abgrund 2 Fortschritt. Da habe ich es abgeschlossen. Da gab es auch 5 Sterne Splitter von Kreaturen. Wir wagen jetzt noch einen Versuch.
und Falle für 2. Das läuft ja richtig super. Ich zeige euch das jetzt mal mit dem Gebot. Wenn ihr das drückt, bekommt ihr eine Falle angezeigt. Da wir hier nur eine Falle haben, bekommt ihr die, kommt ihr in der ersten Runde safe durch. Gebot, ja. Ich warte so langsam. Nächste Runde. So, jetzt seht ihr, einer hat die Falle schon ausgelöst und er ist bereits draußen. Die anderen drei und jetzt hat bieten. Wird immer höher. Das machen wir gleich. Falle wurde entfernt. Jetzt sind wir irgendeine Kiste. Und der zweite Spieler ist draußen. Vincent. Und ich. Sind noch übrig. Und zwei Fallen im Spiel. Eine kann ich aufdecken. Wenn ich biete, kann ich beide Fallen eher neutralisieren. Also spannendes Spiel, aber schauen wir mal. Jetzt sind drei Fallen im Spiel. Für zwischendurch. Lohnt sich das jetzt schon? Aber ansonsten würde ich die Juwelen nicht ausgeben unbedingt. Decken jetzt eine Falle auf, links. Das heißt, ich nehme jetzt irgendwas. Und wieder richtig. Und Vincent ist raus. Letzter Raum. Wartezeit 30 Sekunden, kein Spieler ist mehr da. Gebot 30. Spekuliere jetzt einfach mal und nimm dieselbe Kiste wie vorher. Und die war richtig. Ja, nice, nice. Und der letzte war 5 Sterne Splitter. Aber da steht. Da steht, man kann keine bekommen. Okay. Ich bin damit zufrieden, ja. Ja, sehr nice, okay. Das war's dann von mir. Und ich würde sagen, morgen geht's weiter mit Map 16.2. Die ist wirklich hart, die ist richtig krank. Selbst Leute mit Druidin oder was weiß ich, kommen da nicht safe durch. Weil die Entwickler einfach nur übertrieben.